Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Demon's Souls. Wir stehen hier im Abgrund und gehen noch weiter in den Abgrund. Hier ist unsere Leiche. Ja, ich bin jetzt, falls ihr mir schon Tipps gegeben habt, noch nicht auf eure Comments eingegangen, da ich die noch nicht gelesen habe, da der Part noch nicht draußen ist. Ja, soviel dazu. Also nicht wundern, ich werde aber nichts, Weltenerschütterndes tun. Ich werde jetzt, so ist der Plan momentan, erstmal das weiße Event in Welt 2 machen. Das heißt, ich werde mich komplett weiß machen. Das dürfte nach dem zweiten Boss passieren. Nach dem Flammenschleicher. Und dann hole ich mir das Schwert da raus. Und dann zeige ich das diesem Skrzyl. Ne? Dem zeige ich das dann. Und dann kann man ja immer noch überlegen, wie wir das dann mit dem schwarzen Event machen. So, ich springe jetzt hier runter. Das hat ja hingehauen. Genau. Okay, dann können wir jetzt hier runterspringen. Ganz normal. Sehr schön. Kostet natürlich immer wieder Zeugs, ne? Das ist der Nachteil. Ich habe auch schon im Nexus mal nach Heilung geschaut. Habe ich noch nicht. Ja. Habe ich leider noch nicht. Von daher hätte ich es gerne gekauft. Geht aber nicht. Ich habe aber einen neuen Zauber gekauft. Das ist der Seelenpfeil. Den werde ich wahrscheinlich nutzen, um auch Dingen zu töten. Ich weiß nicht. Ich probiere mal den Wasserschleier, aber keine Ahnung, ob das hinhaut. So, das hat hingehauen. Oh Gott, ey. Ich sollte mal den Fernseher irgendwie ein bisschen heller stellen. Damit ich hier alles sehe, aber es ist nicht so ganz einfach, hier alles mitzukriegen. So, jetzt könnte ich theoretisch fast runter. Scheiße. Das war zu weit. Ah! Ich kotze. Aber sowas von. Ey, es ist doch nicht wahr. Kann ich den Fernseher irgendwie heller stellen? Ich weiß es gar nicht. Für euch kann es ja normal bleiben. Ich kann es gleich mal testen. Warte mal, ich renne jetzt einfach mal hier durch. Die geben eh keine Seelen, ja. Die können mich jetzt einfach mal am Arsch lecken. Ich renne jetzt hier vorbei. Sollen sie mir danach kommen? Wenn sie unbedingt wollen. Stürzen sie halt ab. So wie ich das dauernd tue. So. Hier runter. Ja, fast wäre es wieder schief gegangen. Sehr schön. Okay, dann hier. Nein, jetzt wird's kritisch. Warte mal, ich guck gerade mal, ob ich den Fernseher irgendwie heller stellen kann. Jetzt müssen wir mal bei Bild gucken. So, wir haben jetzt hier Bild. Kontrast, Helligkeit, da haben wir's. So, dann machen wir jetzt mal ein ganzes Stück weit heller hier. Dann sehe ich die Schose vielleicht mal. Ich hatte vorher 50, jetzt habe ich so 75. Gucken, ob das reicht. So, hier ist es zumindest ganz hell. Da sehe ich noch alles. Das ist wunderschön. Ich könnte eigentlich auch den Ring der Regeneration anziehen, ne? Habe ich eigentlich einen zweiten? Ich habe gar keinen zweiten Ring an. Warum eigentlich nicht? Ring des Diebes habe ich auch nicht an. Was läuft denn hier verkehrt? Sag mal, war ich irgendwie, weiß ich nicht, im Wahn und habe die alle ausgezogen? Sehr eigenartig. Ich habe nicht mal Ring des Diebes an. Ey, Leute. Das kann ja nicht wahr sein. So, ganz langsam hier runter. Okay. Da ist meine Leiche. So, hier geht's auch runter. Und jetzt wird's kritisch. Ja. Ich hätte rollen müssen. Ach Mann, es ist doch eine Drecksstelle, ey. Das wird der Failing Part beim Fallen quasi. Ach, ich kotze, Mann. Ich kotze. Und ich habe noch in der letzten Folge versprochen, wir machen den Flammenschleicher, ne? Beziehungsweise den Flame Lurker, ja. Am Arsch, ne? Sage ich da nur. Ja. Ich klinge ein bisschen sehr nasal, ne? Ein bisschen sehr, sehr. Naja. Ist jetzt noch Schnupfen dazugekommen. Aber ja, ich möchte euch nicht mit meiner Krankheitsgeschichte nerven. Von daher, lasst mich auch mal Pussy sein hier. So.
Alles klar. Dann haben wir das hier. Ja, weiter, weiter. Okay. Na, jetzt kommt erst die krasse Stelle. Also, jetzt kommt es halt erst. So, Ring der Regeneration habe ich an. Das passt. Jetzt die Frage. Nee, das wird nichts. Dann doch lieber hier drüben. Da kenne ich mich zumindest ein bisschen aus. Da komme ich zumindest ein, zwei Stufen nach unten. So, ganz langsam, ganz langsam. Was? Ey, ich bin so sanft runtergesprungen, ja. Der kann doch nicht sterben. Will der mich eigentlich verarschen? Warte mal. Habe ich irgendwie einen Ring, der Fallschaden reduziert? Ich gucke mir das jetzt an. Warte. Verbessert Tarnung vor Schwarze. Vermindert. Hast du nie gesehen? Vermindert. Vermindert. Ne, verbessert. Okay. Auch mal zur Abwechslung. Ja. Nix. Alter, ich kotze. Diese Stelle. Die ist härter als der Endboss selbst. Glaube ich. Ich wäre wahrscheinlich schon, naja, zehnmal nicht, aber bestimmt schon einmal da gewesen, hätte ich den regulären Weg genommen, den ich sonst immer nehme. Da wäre ich mindestens schon einmal da gewesen. Das ist zum Kotzen. So, jetzt ganz ruhig, ohne Hektik. Okay, der Balken hat mir mein Leben gerettet. Der Balken. So, ein Stück weit nach vorn. Nicht, dass ich dann wieder da runterfalle. Ernsthaft? Ach Gott. Mache ich jetzt irgendwas falsch oder so? Das ist doch die Stufe, also die Ebene, die ich bisher immer hingekriegt habe. Es wird ja erst schwierig, wenn ich da in das Dunklere komme. Habe ich da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie was verpeilt oder so? Es ist zum Kotzen, ey. Ich weiß nicht, ob ich die Folge überhaupt rausbringe jetzt. Das kann sich ja kein Schwein mit angucken. Vielleicht werde ich es einfach zusammenschneiden und da ein paar draus machen. So. Ich habe nicht, glaube ich, total was verpasst. Ich bin mich sonst immer... Ja, gerade eben habe ich mich, glaube ich, total gefailt und bin woanders lang runtergesprungen. Das war, glaube ich, totaler Kack, den ich da gemacht habe. So, hier muss ich nämlich so komisch runterspringen. So, fall mal runter. Du willst nicht runterfallen? Nicht so ganz, ne? Okay. Dann hier runter. Wir haben es doch bald, Mann. Okay. Das haben wir. Oh, das war hundsmäßig knapp. Das hätte auch schief gehen können. So, jetzt bin ich hier. Da liegt noch ein Item, das habe ich nie eingesammelt. Da ist sogar eine Treppe. Eine Leiter, meine ich. Die habe ich noch nie gesehen. Die sehe ich zum ersten Mal, die Leiter. Und dass da ein Item oben liegt. Und dass ich hier ein paar Items irgendwie so einsammeln kann. Okay, warte mal. Unbekannte Heldenseele. Weil du schon allein ein Held bist, wenn du diese Leiter siehst. Ja, was so viel ausmacht, wenn man den Bildschirm irgendwie mal ein bisschen heller dreht. Ja, Wahnsinn. Also, habe ich so nicht gesehen. Okay, was haben wir hier so Schönes? Kommen wir da auch noch an irgendwelche Items? Da kommen wir an ein Item. Unbekannte Heldenseele, okay. Ja, ich weiß es nicht. Wir sammeln jetzt erstmal die Items hier ein. Mal gucken, ob da irgendwie was Schickes dabei ist, weil die habe ich ja noch nie eingesammelt. Ach, jetzt kommen wir wieder hier raus, okay. Okay, ja, cool. Cool, cool.
So, weg hier, weg hier, weg hier, sonst ist nicht mehr cool. Sonst ist es tot. So, Ring der Adhäsion. Auf dem Ring des Diebes sollte ich jetzt bei dem Bossgegner wechseln, auf jeden Fall. Das sollte ich machen. Ah, scheiße, das hier waren die vielen. Das müsste man mal so hier regeln. Ich probiere mal den Wasserstoß gleich mal auszubringen. Ach, Wasserschleier. Das ist gar kein Angriffszauber, okay. Demnach hat sich das schon erledigt. Okay, dann machen wir die jetzt einfach mal so fertig. Gibt ein paar Seelen und das Item können wir uns hinten schnappen. Ich weiß allerdings nicht mehr, was das war. So, Grausteinscherbe. Und... Ach, Gottes Hände. Okay. Ja, brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt. Es ist halt so eine... Ja, Nahkampf-Dual-Wield... Fist-Rappen. Ne? Brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, da ist der Endboss, beziehungsweise der Boss allgemein. Und danach kommen wir dann ja direkt schon zum Drachengott. Da können wir uns das Schwert schnappen. Coole Sache eigentlich. Ging schneller als gedacht. Also wenn man weiß, dass vor dem letzten Boss im Prinzip nicht mehr viel kommt, außer in Welt 1, dann macht das die Sache doch schon irgendwie angenehmer. So, ich nehme mal das Ding ins Gras rein. Das rüsten wir aus und wir schauen mal, ne, nicht hier, wenn dann gleich hier, ob wir, ja, schöne neuen Steine hier, dann können wir zumindest direkt schwarz machen, das Gebiet. Ja, ich habe kein, das dachte ich mir, ich habe kein, ach doch, ja, altes Gewürz, 2 Stück, okay, immerhin muss man dann sagen. Okay, dann ziehen wir doch mal den Ring des Diers an. Für Regeneration. Wo haben wir ihn? Da. Jetzt habe ich natürlich überhaupt nicht wieder aufgepasst, weil wir aufgenommen haben. Und ob ich jetzt hier einen Mega-Part mache. So, der. Flammenschleicher. Hat sogar gepasst mit den Lichteffekten. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht mehr, wie der da rauskam. Das kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ach so, da geht's dann in die neue Welt quasi. Ins neue Level. Okay, da haben wir ihn. Ich habe jetzt leider keinen Wasserzauber. Ist wahrscheinlich genau dagegen verwundbar. Okay. Ja, dich machen wir jetzt nass, Freundchen. So, erstmal ins Visier kriegen hier. Das ist ganz wichtig. Okay. Machen wir dich jetzt irgendwie nass? Jetzt hat er mich nass gemacht. Das ging ja schnell. Scheiße. Okay, ich halte doch nicht so viel aus, wie ich dachte. Scheiße. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Warte mal, wir gucken mal kurz. Können wir das irgendwo sehen? Was ich für Zauber habe? Nee, ne? Können wir ja nicht sehen. Mich würde mal interessieren, was diese Wasserschleier ist. Ob ich da Wasserverteidigung kriege, also gegen das Wasserelement, ob da mein Element Wasser hochgeht. Also das können wir eigentlich testen. Können wir mehr ins Dingens gucken. Achso, es gibt ja gar kein Wasser, ne? Schwachsinn eigentlich. Gibt's ja auch nicht. So. Vielleicht kriegen wir es diesmal besser hin. Das wird schon, liebe Freunde, das wird schon. Ich streng mich an. So, runter. Okay, wir kriegen das hin. Wir müssen mal den Regenerationsring nochmal anlegen. Da. Okay. So, ab hier jetzt nach unten. Und dann haben wir es. Haben wir zumindest die erste Ebene schon geschafft. So, sehr schön. Ne, daran müssen wir. Okay. So, und hier müssen wir ungefähr hier runterspringen. An den Balken, das habe ich mir gemerkt. So. Okay. Immer recht knapp da. Und dann hier runterrollen.
und dann da runterrollen. So, und hier wird es jetzt knifflig. Wir müssen nämlich jetzt hier runterrollen. Ach, jetzt hat sie geklappt. Okay. Man muss irgendwie erstmal so ein gewisses Feeling rauskriegen. Jetzt habe ich es direkt beim ersten Mal geschafft. Gut. Sprungpassagen sind halt nicht so meine Sache, ne? Okay. Jetzt gucken wir bei den Statuswerten mal, ob da irgendwas hochgeht, wenn ich das zaubere. So, nee, nicht da. Okay. Ich sehe jetzt nichts, was irgendwie höher geworden ist. Vielleicht bin ich schneller oder so. Also irgendwas ist hochgegangen. Ihr seht das ja an dem Zeichen da. Davon mal abgesehen. Ja, keine Ahnung. Na gut, dann werden wir jetzt mal den Ring des Diebes. Und ich glaube, ich mache echt einen Überpart hier an dieser Stelle. Wir probieren es noch einmal. Wenn es dann nicht klappen sollte, müssen wir eh abbrechen. Weil es, glaube ich, sonst zu lang wird. So, scheiße. Okay, jetzt irgendwie wegrennen. Sehr schön. Wir kriegen das hin. So, ganz ruhig runterspielen. Ein paar Mal zaubern und wir dürfen uns halt bloß nicht treffen lassen. So, sehr schön. Und es zieht auch nicht so viel Mana ab, sprich wir brauchen, glaube ich, nicht so ganz oft irgendwelche Items. Okay, ja, der hat es nicht mal getroffen. Sehr schön. Der Hälfte haben wir. So, komm, komm, komm. Scheiße, nicht im Visier. So, einmal weg hier. Ach, der ist ausgewichen. Ich krieg eine Marke. So, jetzt geht langsam das Herz. Jetzt werde ich langsam nervös. So, nochmal getroffen. Okay, komm. Und nicht mehr viel. Na komm. Jawoll, da ist er down, liebe Freunde. Ich krieg eine Macke. Ja, zweiter Versuch. Wir haben es geschafft, liebe Freunde. Ich nehme hier die Seele und die Items mit. Und wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem weißen Event. Wir holen uns das Schwert vom Drachengott, den Drachen hasse nicht gesehen, Smasher. Ja, ich freue mich. Macht's gut, bis morgen, 18 Uhr. Ciao, ciao.